Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 1108. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du uns einen neuen Tag schenkst und danke, dass wir heute mit dir zusammen durch den Alltag gehen dürfen und dass wir für dich wirken können. Schenk du uns heute offene Augen dafür, wo die Felder schon reif zur Ernte sind. Wo wir vielleicht ohne deinen Heiligen Geist nichts sehen würden, aber wo wir erfüllt von deinem Heiligen Geist sehen, wo Menschen offen sind für dein Wort und Interesse haben, Jesus kennenzulernen. Bringe du uns in Gelegenheiten über deinen über den Glauben an dich zu reden und ermutige uns und sprich du jetzt durch dein Wort zu uns, damit wir gestärkt werden für alles, was der Tag heute mit sich bringt. Das bitten wir, bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Johannes Kapitel 4. Ein königlicher Beamter ist aus Kapernaum nach Kana gekommen, um dort Jesus zu bitten, seinen Sohn, der krank liegt ähm, und kurz davor ist zu sterben, zu heilen. Jesus hat zuerst seinen Glauben geprüft und, und wollte sehen, ob er auf Zeichen und Wunderlein hofft oder ob er wirklich echten, echten rettenden Glauben hat. Dieser Mann wirft sich ihm quasi zu Füßen und, und bittet ihn, hilf mir. Und Jesus sagt zu ihm, geh, denn dein Sohn ist geheilt. Und dieser Mann glaubt das, ohne ein sichtbares Zeichen als Beweis zu bekommen. Und er geht. Und als er dann zu Hause auf dem Weg nach Hause ist, kommen seine Diener entgegen und sagen ihm, dass gestern um die siebte Stunde das Fieber den Jungen verlassen hat. Wir lesen weiter, Vers 53. Da erkannte der Vater, dass es eben in der Stunde geschehen war, in welcher Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Und er glaubte samt seinem ganzen Haus. Nun, das Interessante ist, das bedeutet, dass der Mann erst am nächsten Tag zu Hause war. Und jetzt wird es richtig. Richtig interessant. Denn wenn man sich auf der Karte anschaut, wie weit ist es von Kana nach Kapernaum, um, sieht man, das hätte man, wenn man sich beeilt, auch locker noch am selben Tag schaffen können. Was wiederum bedeutet, dieser Vater hat, als er den, die Worte von Jesus gehört hat, dein Sohn ist gesund, ist er nicht so schnell wie möglich nach Hause gelaufen, was man vielleicht hätte erwarten können. Er hat sich extra Zeit gelassen. Er hat sogar auf dem Zwischenweg irgendwo nochmal übernachtet, weil er sich sicher war, dass Gott sein Gebet gehört hat. Er war sich so sicher, so sicher, dass Jesus ihn geheilt hatte, dass er es nicht einmal mehr eilig hatte, sondern ganz ruhig und ohne, ohne Stress am nächsten Tag erst nach Hause ankam und den Beweis hörte. Sein Sohn war seit seinem Treffen mit Jesus geheilt. Das ist das nicht erstaunlich? So einen Glauben möchte ich auch gerne haben, du auch. Dies ist das zweite Zeichen, das Jesus wiederum tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Josem Das ist hier das Passa. Es ist das zweite Passa schon, das Jesus erlebt. Wir sind also jetzt in Johannes 5 schon ein Jahr nach Johannes 2. Wir haben also aus diesem ersten Jahr vom Passa 28 bis zum Passa 29 nur sehr wenige Geschichten. Die Geschichte von Nikodemus, die Geschichte mit äh, dem, dem, dem Unmut der, der, der Jünger des Johannes, und die Geschichte mit der Samariterin, die Geschichte mit dem königlichen Beamten. Das ist eine Handvoll. Ähm, ab dem Passa... 29 ab Johannes 5, wenn wir sehen, dass dann ab diesem Zeitpunkt danach ähm, die Geschichten einsetzen. Matthäus, Markus, Lukas, als Jesus dann nach Galiläa geht. Und dann haben wir sehr viel mehr Geschichten. In diesem ersten Jahr hat Jesus vor allem auch ähm, in Judäa gewirkt. Äh, und nur ab und zu ist er nach Galiläa gekommen und hat dort einzelne Wunder getan, wie wir es hier gesehen haben. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf hebräisch Bethesda heißt und der fünf Säulenhallen hat. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten, denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Die Menschen hatten diese Vorstellung, dass dort ein Engel kommt und wenn sie das Wasser erreichen, dass sie dann geheilt werden. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. 38 Jahre lang war er krank gewesen. Immer und immer wieder hatte er gehofft, als Erster im Wasser zu sein. Aber nie hat das funktioniert. Als Jesus diesen liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Das war eine Frage. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du schon quasi dein gesamtes Leben mit dir rumschleppst, wo du schon seit Jahrzehnten gegen ankämpfst und es wird und wird nicht besser. Was wäre, wenn Jesus dir heute die Frage stellt, willst du gesund werden? Willst du geheilt werden? Heute, jetzt, hier. Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser bewegt wird, während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir herab mit, hinab mit anderen Worten, niemand hilft mir und ich allein bin zu schwach. Niemand hilft mir, meine Sünde zu überwinden. Ich allein bin zu schwach. Niemand hilft mir, mit meinen schlechten Gewohnheiten zu brechen. Ich allein bin zu schwach. Niemand hilft mir, all das loszuwerden. Die Schuld, die ich angehäuft habe. Allein bin ich zu schwach. Jesus spricht zu ihm. Steh auf. Steh auf. Nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund. Hob seine Liegematte auf und ging umher. Es war aber Sabbat an jenem Tag, lieber Freund, liebe Freundin, Jesus sagt heute zu dir, steh auf. Wenn Menschen 38 Jahre lang gelähmt sind, krank sind, nicht nicht laufen können und sie an diesem Tag gesund werden müssen, sie normalerweise immer noch in die Reha gehen, sie müssen Muskeln aufbauen, aber Jesus nimmt nicht nur die Krankheit er gibt auch gleichzeitig übernatürliche, auf übernatürliche Weise, er gibt der Muskelkraft. Er nimmt nicht nur das Böse weg, er stellt auch das Gute wieder her. Jesus vergibt uns nicht nur unsere Schuld, unseren Unglauben, unseren Zweifel, er schenkt uns auch die Kraft, auf übernatürliche Art und Weise, jetzt gleich in seiner Stärke geistlich gehen zu können, gehorsam sein zu können. Mit Jesus. Zu wandeln. Es war aber Sabbat an jedem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Gehalten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Statt sich darüber zu freuen, dass dieser Mann, der fast vier Jahrzehnte lang krank gewesen ist, heil geworden ist, sahen sie nur ihre Regeln und sagten, du hast hier den Sabbat gebrochen. Sie hatten den ganzen, den ganzen Sinn des Sabbats völlig aus den Augen verloren. Er antwortet ihnen, der mich gesund machte, der sprach zu mir: Nimm deine Liegematte und geh umher. Derjenige, der den Sabbat erfunden hatte, der, der als allererste den Sabbat gehalten hat auf dieser Erde, als die Welt gerade erst sechs Tage alt war. Derjenige, der am Sinai die Israeliten aufgefordert hatte, an den Sabbat zu gedenken, der durch Propheten im Alten Testament immer wieder die Sabbatheiligung hochgehalten hat. Er selbst, Jesus Christus, der Sohn des Menschen und deswegen auch der Herr des Sabbats, hat er gesagt: trage deine Liegematte, geh nach Hause. Also, trage, steh auf und trage sie. Geh umher, so hat er es gesagt. Geh umher. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Gehalte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfährt. Jesus hat so etwas Ähnliches einem anderen Menschen gesagt, drei Kapitel später in Johannes Kapitel 8. Da ging es nicht um eine körperliche Versehrtheit, um eine, eine Heilung von einer Krankheit, da ging es um eine Ehebrecherin, die in, weil oft in der Sünde äh, auf frischer Tat ertappt worden ist. Und Jesus sagt zu ihr, ich verurteile dich nicht. Steh auf. Ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus zeigt hier, dass es wichtig ist, dass, wenn wir Erlösung erlebt haben und wenn wir von ihm die Kraft bekommen haben, nach seinen Geboten zu wandeln, dass wir uns nicht wieder den alten Prinzipien zuwenden. Ich möchte das in meinem Leben tun. Ich möchte. Gottes Wort hier zu mir sprechen lassen. Ich möchte durch seine Kraft mich von der Sünde fernhalten, du auch. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Hier begann die Verfolgung von Jesus in einem ganz spezifischen Sinne noch. Über ein Jahr später hat man ihm immer wieder vorgehalten, dass er hier diesen Menschen am Sabbat geheilt hat. Ja, es kommt sogar zur Gerichtsverhandlung. Wir lesen weiter in Vers 17. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Gott wirkt auch am Sabbat und Jesus wirkt auch. Darum suchten die Juden nun auch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte. Womit er sich selbst Gott gleich macht. Und das ist übrigens genau dasselbe, was wir in Johannes 8 auch wieder finden. Als Jesus dieser Ehebrecherin vergibt und er sagt, geh hin und Sündige geh hinfort nicht mehr, haben wir dort auch wieder die, die, die Pharisäer, die dann ihn anklagen, die mit ihm debattieren, die ihn, die ihn in die Enge treiben wollen, die ihm nicht glauben wollen, die am Ende sogar Steine aufheben, weil er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Die Geschichten hängen ganz eng miteinander zusammen. Jesus wird hier vor Gericht gestellt, er wird vor den Sanhedrin gestellt. Er soll sich verantworten und die Schatten des Todes beginnen bereits über ihm sich zusammenzuziehen. Er hat erst anderthalb Jahre seines Dienstes vollendet. Es sind doch über die Hälfte ist noch zu tun, aber schon jetzt beginnt die Verfolgung. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus macht ganz deutlich, dass das was er sagt und was er tut, das ist was auch Gott der Vater tun würde und sagen würde, wenn er auf dieser Erde in menschlicher Gestalt wandeln würde. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut und wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Mit anderen Worten, es wird noch mehr in dieser Hinsicht kommen. Ihr werdet noch mehr erstaunt sein, wie Gott wirklich ist, denn in eurem Denken seid ihr völlig verfinstert worden und wisst gar nicht, wie Gott eigentlich wirklich ist und was er mit dem Sabbat sich gedacht hat. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Jesus wird nicht nur Menschen heilen, er wird Tote auferwecken. Durch die Kraft Gottes. Denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Jesus hat sich vollständig vom Vater abhängig gemacht. Und gleichzeitig zeigt die Bibel hier, dass Gott, der Vater, ihn als ebenbürtig anerkennt und ihm das Gericht überlässt. damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Gott, der Vater und Jesus sind eins. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, immer wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, das haben wir schon gelernt, dann sagt er, Amen, Amen, darauf kannst du dich verlassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern... Er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Das bedeutet nicht, dass, oder wir wissen aus, aus Prediger und aus anderen Texten der Bibel, ähm, Prediger 12, Vers 14, 13, 14 und auch Paulus sagt das im Römerbrief ganz deutlich in Römer 2, da könnt ihr die Textstellen selbst finden. Er sagt oder Apostelgeschichte 17, alle Menschen werden einmal gerichtet werden im Sinne davon, dass ihr Fall untersucht wird. Aber hier geht es um das Verurteilungs hier geht es um die Verurteilung im Gericht. Denn Jesus hatte schon in Johannes 3, Vers 16 gesagt, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Er wird nicht in das, in das Vernichtungsurteil, in das ähm, Gericht, in, das, in die Verurteilung ähm, kommen, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie hören, werden leben. Jesus wird seine Göttlichkeit auch durch die Auferstehung von den Toten zeigen, illustrieren und schließlich dann durch seine eigene Auferstehung sogar beweisen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass egal wie lange wir mit einer Sache zu kämpfen gehabt haben, wir heute jetzt hier gerettet werden können, befreit werden können, geheilt werden können durch die Kraft, die in Jesus ist. Ich möchte dich bitten von ganzem Herzen für mich und für jeden Einzelnen. Was immer in unserem Herzen ist, was immer womit wir zu kämpfen haben, was immer ein ungelöstes Problem ist, wo wir uns selbst zu schwach finden, empfinden und keine Hilfe bekommen. Wir möchten es heute Jesus geben. Wir möchten aufstehen und umhergehen in der Kraft Jesu. Dank dafür.